Hallo, nochmal Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Nachtrag zur Körperfettmessung auf der InBody-Körperfettwaage. Und zwar hat man da die Möglichkeit, das Ganze entsprechend als Verlauf anzulegen und auch entsprechend anzuschauen, beziehungsweise eben den Verlauf zu dokumentieren. Und sowas sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier, natürlich klar, das ist die Waage mit der kompletten Display. Und hier unten natürlich nochmal mit den Fußflächen zum Draufstehen. Und hier an der Seite haben wir die Handgriffe, sodass der Strom im gesamten Körper gemessen wird. Und wir haben hier letztendlich die Dokumentation des Verlaufes. Das ist jetzt natürlich von mir, das Ganze. Und wenn man hier natürlich sehen kann, haben wir hier auf der Seite oben einmal den Gewichtsverlauf, den Körpergewichtsverlauf. Und wenn wir jetzt weiter nach unten gehen, hier haben wir den Muskelmasseverlauf und hier unten haben wir natürlich dann ganz unten in grün den Verlauf der Körperfettmasse. Und das lässt sich sehr schön darstellen. Und wenn wir jetzt rüber gehen, haben wir hier drüben das Ganze um ein Balkendiagramm. Und somit ist es eigentlich perfekt, dass ich genau das, was ich tue, verfolgen kann in Form von Gewichtsreduktion und ich auch Rückschlüsse darauf habe, wie mein Stoffwechsel funktioniert und ob ich auch das abbaue, was ich abbauen möchte. Schön ist natürlich wie bei mir hier, Gewichtsverlust, oben stagniert es jetzt gerade im Bereich des Gewichtes, aber die Muskelmasse bleibt gleich, steigt sogar natürlich, weil ich eine höhere Intensität im Moment fahre, weil ich mich auf den Wettkampf vorbereite und unten sinkt die Körperfettmasse schön runter, wie ich es auch möchte. So, und da unten sollte irgendwann mal demnächst so irgendwas um die 4 bis 5 Kilo stehen. Das ist mein Ziel, das ist die Wettkampfteilnahme an der Weltmeisterschaft, die am 10. November stattfindet und das ist auch bis dorthin möglich. Das war's zum Thema, jetzt bin ich ein bisschen allgroß. Machen wir mich ein bisschen kleiner. Das war's zum Thema InBody, Körperfettmessung. Diese Körperfettmessung wende ich bei mir an, natürlich auch bei meinen Kunden, die sich bei mir vor Ort beraten lassen im Bereich Trainingsberatung und Ernährungsberatung. Bis bald, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.